Unser neues Weihnachtspostamt. Sie wissen ja sicherlich, dass in Himmelstür das älteste Postamt, Weihnachtspostamt in ganz Deutschland, ich glaube auf der ganzen Welt existiert. Und jetzt haben wir eine Außenstelle hier auf unserem traditionellen Weihnachtsmarkt in Hildesheim. Das ist großartig. Auch dafür herzlichen Dank an Karl-Heinz Brühe, der hat uns eine Menge dafür beigetragen. Und an Marc Event. Und natürlich auch an Hildesheim Marketing, die gemeinschaftlich all diese vorbereitet haben, dass wieder ein so schöner, wunderbarer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr zustande gekommen ist. Eines muss ich sagen, wenn ich darüber spreche, wie herrlich dieser Weihnachtsmarkt ist, dieses Ambiente ist. Ich hatte es, glaube ich, in den letzten Jahren auch schon erwähnt. Immer wieder findet dieser Weihnachtsmarkt Eingang in internationale Publikationen. Die neueste Publikation ist tatsächlich, man glaubt es kaum, in Italien ein Lidl-Prospekt. Wer kann das gerade mal hochzeigen? Genau. Kommen Sie mal her und zeigen das mal. Das war der Lidl-Prospekt in Italien. Wir wollen jetzt keine Werbung dafür machen, aber dass die unseren Weihnachtsmarkt nutzen, und dasselbe hatten wir in den USA vor einigen Jahren auch, das ist ein Zeichen, wo es den schönsten Weihnachtsmarkt gibt, hier in Hildesheim. Darüber sind wir stolz, darauf sind wir stolz. Wir freuen uns ein ums andere Mal. Und jetzt will ich auch gar nicht länger reden, denn wir haben ja die offizielle Eröffnung. Das bedeutet, dass der Weihnachtsbaum in diesem Jahr wieder 12 Meter hoch leicht beleuchtet wird. Aber noch ist es nicht so weit. Erst wenn ich es sage, es ist eine 12 Meter hohe Douglasie, die dankenswerterweise vor 40 Jahren gepflanzt worden ist, sicherlich mit der Bestimmung, irgendwann hier vor dem Hildesheimer Rathaus als Weihnachtsbaum zu enden. Herzlichen Dank an die innere Spenderin. Und 7500 LED-Kerzen werden gleich erleuchten. Und ich finde, jetzt darf es auch soweit sein. Ich sage jetzt mal, es werde Licht. Ah, bravo! Damit ist der Hildesheimer Weihnachtsmarkt 2018 eröffnet. Ich danke allen fürs Kommen. Ich danke all denjenigen, die in der Vorbereitung mitgewirkt haben, die wunderbaren Stände aufgebaut haben und alles organisiert haben. Und natürlich danke ich auch dem Weihnachtsmann mit seinen Begleiterinnen und Begleitern und der wunderbaren Musik um Joachim Hartz. Herzlichen Dank für euer Mittun, und wir werden euch ja nicht heute nur, sondern auch in den nächsten Tagen noch einige Male hören. Und eines habe ich fast noch vergessen. Natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder in der Rathaushalle am Wochenende Kunsthandwerkermärkte geben, sodass auch dafür gesorgt ist. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares, friedvolles eine friedvolle vorweihnachtliche Zeit, und falls wir es nicht mehr sehen, natürlich auch schon jetzt ein schönes und geruhsames, friedvolles Weihnachtsfest. Herzlichen Dank fürs Kommen. Viel Spaß. Das ist, von Ihnen ist der Weihnachtsbaum. Jetzt sagen Sie nochmal, ja, das jetzt nochmal einen riesen Applaus für die Weihnachtsbaumspenderin. Jetzt sagen Sie nochmal Ihren Namen. Gerda Backhaus aus Bierbergen. Ihr ist es zu verdanken. Vor 40 Jahren hat sie diesen Baum selber gepflanzt. Herzlichen Dank, Frau Backhaus. Lass mal den Lichter rein.